Hallo und herzlich willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Herzlichen Glückwunsch, du hast Hages besiegt und Gaias Traum einer wiedergeborenen Erde bewahrt. Die Welt wurde in ihrem Zustand zu Beginn vor der drohende Schatten zurückgesetzt. Vor dem finalen Kampf um Meridian, du behältst die gesamte Beute und Erfahrung aus deinem erfolgreichen Spieldurchgang. Zunächst wurde Neues Spiel Plus freigeschaltet, sodass du das Spiel noch einmal mit der gesamten Beute und den Fertigkeiten aus diesem Spieldurchgang beginnen kannst. Ein Neues Spiel Plus Speicherung deines aktuellen Inventars und deiner Fertigkeiten wurde erstellt. Was? Wähle die neue Spiel Plus, um in diesem Modus zu spielen. Du kannst neue Speicherung auch während des Spiels im Pausenmenü anlegen. Danke, dass du das Spiel gespielt hast. Das Horizon Team. Wir fahren aber fort. Wir sind Level 55, kriegen einen Fähigkeitspunkt, 18.000 EP und ja, wir dürfen alles behalten und wir müssten jetzt theoretisch wieder mit Avas reden. Das werden wir aber natürlich nicht tun, denn wir brechen auf nach Frozen Wilds, dem DLC. Wenn man Neues Spiel Plus wählt, ich weiß nicht, aber ich habe gelesen, dass man dann von vorne anfangen muss. Also man kann jetzt nicht einfach sagen, hör mal, ich möchte jetzt Neues Spiel einfach weitermachen, um damit weiterzuspielen. Nee, du behältst alles, was du hast und darfst das ganze Spiel nochmal neu starten. Neues Spiel Plus natürlich nochmal Anforderungen, ne, also noch mehr Anforderungen als der sehr schwere Modus, den wir gewählt haben. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das der höchste Schwierigkeitsgrad war, den wir hatten, oder ob es da noch was anderes gab. Ich guck mal gerade. Wir haben ja hier die Statistiken. Also hier, den Fortschritt haben wir natürlich komplett, außer halt hier die zwei gescannten Viecher, glaube ich. Sammelobjekte haben wir halt alles, die Aktivitäten haben wir alle, die alle Hauptquests, Nebenquests und Aufträge. Alle Schattenobjekte, nur die zwei Maschinenarten, aber das ist jetzt nicht, ne, also davon sterben wir jetzt nicht. Und jetzt geht's halt, oh, wir haben 55 Stunden übrigens. Holy shit. Das weiß ich nicht. 114 Lagerfeuer, ob das alle sind? Keine Ahnung. Die Trainingsattrappen 17 haben wir alle. Ja, also es sind 17. Ja, und sonst, wie viele Maschinen? Donnerkiefer 7, okay. Todbringer 8, oh krass. Wir haben 8 Todbringer bis ich BTF. Ja, und die ganzen Tiere, die wir gemordet haben. Alter, 46 Füchse und 45 Kaninchen. Das tut mir so leid. Die armen Viecher. Naja, jetzt geht's aber erstmal in... Wo ist denn das? Ah, hier, Frozen Wilds. Das ist zu sammeln. Ich weiß nicht, was MR heißt. Keine Ahnung. Ja, Datenpunkte, wie gesagt, fehlen 3. Der Rest ist komplett, bis auf Datenpunkte Welt, ne? Und hier fehlt irgendwie ein so ein Ding. Keine Ahnung. Ja, und jetzt geht's nach hier. Frozen Wilds. Ey, wait, wir können Fertigkeitspunkte verteilen. Ich wollte den machen. Warum habe ich noch einen? Oh, ich dachte, ich bekomme die durchs Level ab, aber nö. Okay. Ja, dann haben wir nur noch eine Fähigkeit, die wir brauchen. Gut. Wir gehen jetzt hier hoch. Auf ins DLC. Das fange ich tatsächlich auch noch heute an. Also es ist noch immer dieselbe Aufnahmesession. Ja. Weil ich bin so gehypt auf Horizon Zero Dawn 2. Plus, wir haben am Ende gesehen, das Silence Hades quasi oder die Minimalfunktion von Hades eingefangen hat, um noch mehr Wissen von ihm zu bekommen. Was machst du denn da, Aloy? Dieser Weg führt zum Schnitt. Die Banuk haben nichts als nutzlosen Mystizismus zu bieten. Die Eklipse sehen nicht einfach zu, während du im Schnee spielst. Du hast eine Aufgabe. Du schaust also immer noch nach mir. Ich dachte, dir reicht's. Entschuldige, dass mich das Schicksal der Welt immer noch interessiert. Also, folgendes. Banuk-Schamanen tragen doch Kabel in der Haut, oder? Da kennen wir noch so jemanden, hm?
Vielleicht sollte ich mich nur deshalb von dem Banuk fernhalten, um nichts über dich zu erfahren. Genau. Mich interessiert nicht die Vergangenheit, Aloy, sondern die Zukunft. Oder dass es vielleicht keine gibt. Also hör auf zu quatschen und kümmere dich um Wichtigeres. Genau. Aber wie immer tust du, was du willst. Zickig. Genau, das wollte ich auch noch ansprechen. Da wir das DLC haben, konnten wir auch in der vorletzten Folge dieses Banuk-Lager sehen und einen Banuk-Schamanen sehen. Und man hat gesehen, dass der genauso aussah wie Silence. Deshalb wusste ich von... Eigentlich, als ich die gesehen habe zum ersten Mal, wusste ich, Silence ist ein Banuk-Schamane. Und das hat man damals in der PS4-Version noch nicht erfahren, nicht bevor man dieses DLC halt hatte. Aber wenn du dieses DLC hast und diese Mission hier bekommst, dann kann man erraten, dass Silence auch zumindest was mit dem Banuk am Hut hatte. Weil er hat ja auch diese blauen Kabel überall. Deswegen denke ich, entweder ist er ein 36%? Welchem Schwierigkeitsgrad spielen wir? Schwierigkeitsgrad? Ich hätte gerne schwierigen Schwierigkeitsgrad. Einstellungen. Sehr schwer. Okay, sehr schwer. Ultraschwer gibt es noch. Oh Gott. Also ich bleibe immer noch auf sehr schwer. Also ich spiele plus Speicherung. Okay, das ist also normal 36% WTF. So, und ab hier kenne ich das Spiel natürlich auch nicht. Da ist der neue Räuber. Man sieht förmlich die Hitze, die er abgibt. Dämonischer Versänger. Ist der böse? Oh Gott, der macht ja Damage. Oh. Nein. Alter, was macht der für Damage? Alter, was macht der für Damage? Warum kann der überall immer drüber springen? Ich kann dem auch nicht ausweichen, by the way. Bitte für den Schaden. Hä, warum greift er zweimal an? Bitte. Alter, wie viel Damage der macht, ne? Endlich, das da down, ey. Alter. Damage, der gemacht hat, bitte. What the fuck? Da wirst du erstmal ultra hart auf die Probe gestellt. Jetzt weiß ich auch, warum ich 36% aus diesen Pflanzen bekomme. Holy shit. Okay, da geht's weiter und hier geht's weiter. Wie gibt dich zum Sonnenpalast? Kann diese Mission mal bitte weggehen? Ich habe die aktiv und nichts anderes. Wow, Alter. Und warum war der schon gedamaged? Absolut kein Platz dafür. Was? Ach, Schockfalle, okay. Ja, soll ich jetzt hier hoch? Und guck mal, wie das Wasser. Der Schnee auf dem Wasser, wie wir den wegtun. Wie geil. Voll das gute Detail. Guck mal. Wie. 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 Wee. Komm, ich mache euch ein Herz. Oh, guck mal hier, wunderschönes Herz. Gott.
Dämonischer Versänger, WTF. Das fängt ja schon mal gut an. Und wir haben ja die krasse Rüstung eigentlich. Ich kenne mich hier halt absolut nicht aus, ne? Also das ist alles neu auch. Das ist alles auch für mich neu. Achso, hier wäre man einfach hochgeklettert. Würde ich mal sagen. Ja, ja. Oh Gott. Hier wäre man dann hoch. Oder? Hier? Man geht hier unten drunter durch, aber wie wäre man dann hier hochgekommen? Ah, man wäre dann hier auf diesen Absatz gelandet, ne? Cool. Okay, dann gib mir mal die Heilung. 36%? Echt? Ist das immer so? Das nehme ich für unterwegs mit. 11. Ah, eine Eiswurzel, Mist. Okay, ich habe mich schon gewundert, warum 36%? Das ist ein bisschen krass gewesen. Und diese Lampen sehen übrigens auch sau cool aus. Magisch. Banuk-Wache. Eine Fremde auf dem Berg. Okay, das zählt wohl als Begrüßung. Krass. So werden wir empfangen? Na super. Wie cool das hier aussieht. Sicher, dass du hier nicht frieren wirst, Nora? Mir ist vom Klettern warm genug. Cool. Okay, die lassen uns aber durch immerhin. Also sind nicht böse oder so. Du hast zum Schnitt geschafft, Fremde. Danke. Aber du bleibst nicht lang. Doch. What? Das würde ich mal als Vulkanausbruch gelten. Der Berg dort steigt Rauch auf. Und vom Dorf auch. Weswegen? Oh, seht ihr diese Blitze da drin? Finde heraus, wo der Rauch kommt. Sange. Was? Sangesgrund? Oh, hier sind so eine Viecher wieder. Hä? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir hier nicht die Schildbeberin-Ausrüstung holen sollten, sondern vielleicht diese Eisrüstung. Obwohl, nee, wir hatten ja eben das Feuervieh, ne? Wie sollen wir dem Häuptling noch vertrauen, nachdem so viele unter seinem Befehl gestorben sind? Das weiß ich nicht. Wer war denn euer Hauptanführer hier? Urea ist schon lange fort. Urea? Aber sie wird zurückkehren. Wer ist Urea? Okay, irgendwas, also die Leute, das ist auch nicht normal, dass da Rauch ist. Weil sie hat ja gerade gesagt, falls er zurück zum Berg gehen will. Und das ist doch ein Schamanen-Dings hier, oder? Da sind auch diese komischen Drähte, seht ihr? Ihr, die am Donnerkamm verstorben seid, eure Lieder werden ewig weiterklingen. Da unten sind 3 Millionen Leute, habe ich gerade gesehen. Da ist was Großes im Gange. Fast das gesamte Dorf geht in Richtung des Rauchs. Das scheint irgendwie so eine Begrabung. Begrabung. Eine Beerdigung zu sein. Begrabung. Ich versuche noch ein bisschen Loot so zu finden. Ich will ja natürlich alles erkunden, ne? Ich kenne das hier noch null. Na, guck mal da. Oh, das ist bestimmt so ein Händler hier. Theoretisch, also wenn wir da unten wahrscheinlich fertig sind. Dann ist das wahrscheinlich ein Händler. Die Musik. Jo. Okay, hier ist ein Lagerfeuer. Können wir mal speichern?
Ich mache mal auch eine manuelle Speicherung. Weil ich habe heute noch überhaupt nicht gespeichert. Die Jäger haben am Donnerkamp eine Lektion gelernt. Manchmal ist Verlust der Preis fürs Überleben. Wir haben einen schweren Verlust zu verkraften. Aber wir müssen... Mögen die Lieder der... Gleich gibt's etwas Seltenes, Nora. Burkrent, Lieferant für Bedarfsgüter. Ach, das ist der Händler. Meistens verbrennen die Banuk ihre Toten. Aber nicht heute. Weil man die Körper nicht bergen konnte. Ja, scheußliche Sache. All ihre besten Krieger. Fort. Also werden sie diesmal anders verabschiedet. Da kommt wahrscheinlich jetzt so ein Viech. Oder ein Donner. Oder ein Viech. Greift eure Trauer, meine Jäger, und tötet sie! Die unseren erfüllten das Schicksal, nach dem alle Banuk streben. Sie fielen mit ihren Speeren tief im Stahl. Ihr Kampf ist nun zu Ende. Ihr habt ihre Seelen in den blauen Himmel aufsteigen sehen und hinaus ins blaue Licht. Doch unser Kampf beginnt gerade erst. Bald werden wir wieder Jagd auf den Dämon machen, der die Maschinen gegen uns aufhetzt. Und so frage ich euch, tragt ihr den Mut unserer Gefallenen in euch? Werdet ihr kämpfen und sterben, wie sie es taten? Mein Mut, mein Speer! Unser Blut in deinen Zähnen, Aratak! Wir sind Banuk. Unsere Feinde sind Beute. Ein Dämon, der die Maschinen aufhetzt. Maschinen, die ihre Stärksten getötet haben. Und was wollen sie tun? Wieder dort raufgehen. Narren. Ein kleiner Rat. Gratis. Aloy. Aloy. Ich bin seit 2 langen Wintern hier. Und ich verstehe die Banuk noch immer nicht. Dieser Krawall etwa. Er begann mit dieser Schamanin, Uria. Sie erzählte über Stimmen und Dämonen oben auf dem Donnerkamm. Also marschiert ihr Verak nach oben und die Hälfte wird getötet. Von Maschinen. Als Uria verschwand, dachte ich, dass der Wahnsinn auch fort wäre. Doch nein. Der große Aratak kommt, rüstet auf, um es nochmal zu wiederholen. Ach, hier kommt gerade alles auf einmal. Silence, ja, das ist... Kennst du vielleicht einen Mann namens Silence? Groß, ernstes Gemüt, Kabel in der Haut, wie ein Schamane. Ich habe den Namen schon mal gehört, aber nur geflüstert. Wie ein Schreckgespenst, das die Banuk verdrängen. Ich weiß nicht, was geschah. Ich glaube, er hatte Ärger mit dem Konklave.
Oder sie auch mit ihm. Konklave. Alle wichtigen Schamanen treffen sich von Zeit zu Zeit in Ban-Ur und reden über den neuesten Hokuspokus. Keine Ahnung, wie sie alle in ein Zelt passen, ohne dass sich ihr Kopfschmuck miteinander verhackt. Uriah war schon mal dabei, aber als ich fragte, wie es war, schaute sie mich nur böse an. Wenn du noch mehr wissen willst, musst du sie finden und ihr Vertrauen gewinnen, schätze ich. Viel Glück. Danke für den kostenlosen Tipp. Was ist es an dem Banuk, das nicht zu verstehen ist? Alles ist eine Prüfung. Ein zu erduldendes Leid. Eine Herausforderung. Scheint, als ob sie keine Wahl hätten an so einem Ort. Ja, ein so unglaublich kaltes Land, voll mit wilden Tieren. Man würde meinen, dass sie preiswerte Hilfe annehmen. Ich habe versucht, sie zu überzeugen. Aber ein Banuk, der nichts mehr beweisen muss, kann auch einfach sterben. Und Orea, sie sprach von diesem Dämon. Genau. Hat Aratak und den anderen erzählt, dass er auf dem Donnerkamm lebt. Und sie glaubten ihr. Aber du nicht. Also, ich weiß nicht, was Uriah oben gefunden hat. Schamanen reden nicht mit Fremden. Die Maschinen im Schnitt werden bösartiger, das steht fest. Vielleicht durch den Dämon. Oder sie haben einfach alle Magenprobleme, was weiß ich. Aber Uriah kann es jetzt nicht erklären. Sie ist weg. Und niemand weiß, warum. Ist Aratak hier ein angesehener Krieger? Er ist ein Verak-Häuptling. Sein Wort wird respektiert, allerdings hört man es nicht oft. Er spricht so viel wie ein toter Fisch. Doch als er und Uriah mit dem Verak herkamen, hat es mehr Banuk hierher verschlagen, als ich je sah. Weißt du, was ich noch sah? Meine eigene kleine Handelsroute, die sich bis zum Anrecht erstreckt. Und dann führt er sie in ihren Tod durch die Krallen wütender Maschinen. So viel zu meinen besten Kunden. Was sind diese Veraks, Burgrind? Eine Art Stamm im Stamm? Ah, nicht für unsere Clans zu Hause. Man wird dort nicht hineingeboren. Es gibt Prüfungen. Zeig, dass du irgendwas besser bist und vielleicht erhältst du einen Platz. Oh, manche cool. Veraks kommen und gehen. Manche sind so langlebig wie Metall. Das ganze Banuk-Gebiet, Ban-Ur, ist nur ein Haufen der größten, ältesten Veraks. Ich weiß nicht, ob ich weniger oder mehr verwirrt bin. Also, eine Sache ist sicher. Jeder Verak hat einen Häuptling und einen Schamanen. Sie treffen die Entscheidungen. Alles schön und gut. Nur, dass die Häuptlinge sturköpfig sind und die Schamanen in den Wolken schweben. Du sagtest, du lebst hier schon 2 Winter? Ja. Zu Hause haben mir ein paar Fellhändler von diesem stahlverlassenen Zelthaufen erzählt. Gute Lage. Bereit für Veränderung. Wir kamen kaum über die Runden, bis der Ort wegen Uriah belebter wurde. Ein großer Prophet kommt, sagten sie. Na, ich verstand Profit. Großer Fehler. Nicht, dass die Banu geizig wären. Sie handeln nur lieber untereinander. Wenn wir nur einige überzeugen könnten, dann könnten wir diesen Ort berühmt machen. Oder wenigstens bekannt. Wir? Ich und meine meine Gehilfin, Varga. Tochter. Meine Gehilfin und meine Tochter. Wir verstehen uns als Geschäftspartner besser. Ihre Mutter wollte, dass ich ihr einen Beruf zeige. Sie fing an Waffen rumzubasteln. Also, wenn du eine Pause von dem Banuk-Treiben brauchst, schau bei ihr vorbei. Ihr seid beide... sehr ähnlich? Wie soll ich sagen? Frauen? Nein. Unabhängig. Du findest sie in Langkerpe, dem östlichsten Banuk-Lager. Okay. Ich wüsste gern mehr über den Dämon. Nur Gerede, Aloy. Oder steckt mehr dahinter? Etwas, was das Verhalten der Maschinen bewirkt. Dann musst du Uriah finden. Zuletzt wurde sie auf dem Weg zum Eisfall im Gebirge gesehen. Angeblich kennen nur Schamanen den Weg durch diese eisigen Gipfel. Aber ich weiß, wo du ihren Lehrling findest. Naltuk. Er geht Gerüchten nach. Nördlich des Flusses. Gerüchte? Nicht sehr gute. Plötzliche Angriffe im Schnee. Seltsame Strukturen. Es sei eine neue Maschine,
wie sie noch nie gesehen wurde. Jetzt bin ich wirklich interessiert. Vielen Dank, Burgrend. Nicht zu danken. Ob Aratak mir mehr über Uriah oder den Donnerkamm sagen kann? Ein Versuch ist wert. Das ganze Leben ist eine Jagd. Der Schamanenpfad. Interessant. Sprich mit Arataki? Ja, auf jeden Fall. Ich möchte von euch nicht mehr so etwas hören. Zweifel wiegt mehr als der Schnee einer Woche. Vergebt mir, mein Häuptling. Wir sind für den nächsten Versuch bereit. Aber das wird kein Versuch sein. Es muss gelingen. Versteht ihr das? Mein Häuptling. Gut. Fremde. Ich nehme an, du willst reden? Es gibt noch andere Virax in Sangesgrund? Ja, das Dorf ist eigenständig und bietet den Banuk Handel und Schutz. Als der Krieg vorbei war, entstand es aus einem ehemaligen Lager, so schnell wie die Blüte zwischen Frösten. Vielleicht überdauert es, bis die Kaja wieder Krieg suchen. Uriah weiß von diesem Dämon. Wo kann ich sie sprechen? Sie macht Schamanenarbeit. Nicht für die Augen und Ohren anderer bestimmt. Erst recht nicht die einer Fremden. Dieser Dämon, von dem du sprachst. Wenn du zäh genug bist, dann wag dich raus und such selbst nach Zeichen. Er hat die Maschinen verändert, sie wilder gemacht, stärker. Aber was ist er? Das sollen die Schamanen klären. Toll. Kam dein Verak von diesem Ort? Nein, wir haben die meisten Jäger aus Ban-Ur versammelt, um den Dämon zu bekämpfen. Ich wurde hier geboren und habe die Kaja bekämpft, während andere in die Berge flohen. Ein paar meiner Krieger sind mir noch treu. Die überlebten. Du willst unbedingt zum Berg zurück? Darauf gab ich mein Wort. Und das trotz des hohen Risikos. Welches Risiko? Sterben? Es wäre ein schlimmes Schicksal, unsere Köpfe zu senken und zu sagen, zu viel. Gut, ich denke, das war's dann. Gut. Lieber Taten als Worte. Richtig. Aha. Interessant. Da haben wir auch direkt schon eine Nebenquest. Und natürlich den Händen. Ist ja klar. Warum zeigt ihr mir da unten eine neue Quest an? Weil die hier oben ist, oder? Nee, da hinten ist noch eine Quest. Laulei. Du scheinst traurig zu sein. Du hast eine Flut erwähnt? Ja, eine plötzliche Flut, ohne Regen oder Schmelze. Ich bin Laulei, Lautlochs Trommlerin. Die war ich zumindest, bis es unter all dem Wasser verschwand. Lautloch? Was ist das? Eine Höhle, gemacht von den Alten. Eine Kammer, ein Becken und ein Musikinstrument in einem. Mein Leben, mein Beruf. Ich würde es dir gern erklären mit Musik. Aber die Rohre liegen jetzt tief unter Wasser. Aha. Also ist Lautloch ein Ort und ein Musikinstrument? Ja. Rohre mit den schönsten Tönen unter einem sonoren Becken. Ein wundersamer Bau, mit dem die Alten weit ihre Musik erklingen ließen. Eine Orgel? Im Krieg spielte mein Vater die Rohre und versammelte die Banuk gegen die Kaja. Jetzt trommle ich. Doch unsere Kämpfe sind selten. Meist spiele ich nur zum Vergnügen oder zum Gedenken an meine Familie. Aber wenn das Wasser nicht sinkt, was nutzen einem Spaß oder Gedenken? Das Wasser kam also schnell. Erst war es trocken. Am nächsten Tag stieg ein naher Fluss und überflutete das ganze Becken. Ich verstehe das nicht. Es gab keinen Regen, nicht einmal Wolken. Trotzdem stieg der Fluss höher als jemals zuvor und sinkt seitdem nicht. Verstopft irgendwie so, staudammäßig. Eine Flut ohne Regen. Sehr seltsam. Wo finde ich es? Ich sehe es mir an, falls ich dort bin. Nordwestlich von hier. Sieh es dir nur an, aber es wird nichts nützen. Das Flutwasser fließt nicht einfach ab. Ein Fluss lässt sich nicht so leicht erweichen. Doch. Lautloch, durch die Flut zum Schweigen gebracht. Doch, wir schaffen das schon irgendwie. Aber da hinten ist tatsächlich noch eine Quest. Ja. Und hier ist, furchtbare Bilder darin. Der Händler.
Banuk-Champion-Bogen. Banuk-Powerschuss-Bogen. Willst du mich verarschen? Einfach, als ob hier geile Feinde, als ob hier noch geilere Dinger sind. 14 Blauglanz? What? Warum habe ich den Blauglanz nicht? Banuk Verak Botin. Aha. Und wir brauchen Wüstenglas und Schlagscheinglas. Mhm. Banuk Eisjägerin Meister. Feuer und still. Ah, krass. Hier kriegt man noch geilere Rüstungen, aber dafür braucht man ja ultimativ viel Blauglanz. Okay, Rohstoffe sind alles normal. Tränke sind alles normal. Pfeile und Munition, alles normal. Gratis. Banuk Gletscherkiste. Diese muss geöffnet werden. Ihr Inhalt ist ungewiss und unbekannt. Ja, aber soll ich das dafür kaufen? Ich weiß nicht, ob ich das kaufen will dafür. Oh. Ziegenknochen, Dachsknochen, Ziegenhaut und Dachsknochen. Huch. Alter, kommt da einfach so eine Nachricht. Warum machst du das hier? Ach, das war... Oh. Was denn mit Alexa, WTF? Warum Alexa? Halt. Irgendwie hat Alexa mir eine neue Nachricht geschickt. Warum auch immer. Keine Ahnung. Okay. Boah, es gibt auf jeden Fall neue Tiere. Mhm. Interessant. Aber der Verkaufspreis ist hier immer noch gleich, ne? Kann ich mir die zurückkaufen vielleicht? Vielleicht hab ich die noch hier. Ne, die sind schon weg. Okay. Wo kriegen wir denn mehr Blauglanz? Wo kriegen wir mehr Blauglanz? Soll ich mir direkt was kaufen hier von diesen Kisten? Ich meine, die teuerste Kiste kostet 4. Die könnten wir uns kaufen. Oder wir könnten uns die 2er und die... Ja, noch eine 2er gönnen. Steckkiste. Und die sieht auch anders aus als alle anderen. Hä? Du weißt ja überhaupt nicht, was du hier machen sollst. Das sieht übrigens sehr cool aus. Cool. Das da, ja, okay, da merkt man direkt, dass so Eis, hier Kälte und so. Und hier Tarnung, krass. Verakbotin. Aber den würde ich mir auf jeden Fall kaufen. Oh, isoliert mit Heilung, diese bietet langsame Gesundheitserholung über Zeit. Interessant. Cool. Das heißt, du bist einfach normal regeneriert durch deine Rüstung. Wie cool ist das denn bitte? Scherbenspielkisten, ja, komm. Die müssen wir eigentlich immer kaufen. Aber ich konnte ja nur 4 Blauglanz kaufen, ne? Wie kann ich denn meinen Speer verbessern? Okay, 250 und... Wir haben 250 und 75 Metallscherben bekommen. Das ist ja mega geil. Das ist ja mega, aber geil. Das ist ja mega. So, wo sind wir denn überhaupt? Da ist noch ein Spezialhändler. Ach, das ist die Lady. Und hinter uns war ein Händler noch? Ah ja, hinter uns war auch noch ein Händler. Ja, den gehen wir mal zuerst... besuchen. Ist das denn unser Typ hier? Ah, ne. Ist einfach nur ein normaler Händler. Okay. Hast du denn neue Sachen hier? Nö. Hast du neue Sachen hier? Nö. Immer noch den gleichen Kram wie damals. Also wie normal einfach. So. Dann gehen wir mal die Kisten öffnen. Ja, wir haben Plus gemacht. Immerhin. In meinem Verak jagt man entweder gut oder überhaupt nicht. Das hört sich so komisch an, dieses Verak. Ich habe das noch nicht ganz kapiert. Ich dachte, das wäre... Das ist... Ich glaube, Verak heißt einfach diese Gruppe an, ne? Also Häuptling, Verak und... Als die Alten frisch in ihren Gräbern lagen
und wir noch wenige waren, war sie es, die uns durch die gefrorene Ödnis führte. Wir erinnern uns auch an den Stamm. Ja, okay. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und wir hören und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, würde ich sagen, haut rein. Und, tschüss.